Medics. MMOGA, dein Gaming-Spezialist mit Kampfpreisen. Moin Leute, mein Name ist Herbert von GamerTV und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play Train Simulator 2013. Und weiter geht es, würde ich mal sagen. Ich habe momentan, ehrlich gesagt, keinen Schimmer. Was unser... Warum funktioniert jetzt die Tastatur nicht? Ah, jetzt geht's. Wunderbar. Ja, übrigens, hier vorne ist Licht erschienen. Ich habe nichts gedrückt. Keine Ahnung, wo das Licht jetzt herkommt. Ja, auf jeden Fall doch durch die Taste F9, die hatte ich gedrückt. Vielleicht lag es da dran. Naja, auf jeden Fall willkommen hier zurück. Ich spiele momentan nur noch mit einer Grafikkarte. Vorher hatte ich ja zwei, jetzt musste ich die Qualität ein wenig runterschrauben. Weil ich ja wirklich das Maximum aus diesem Spiel rausgeholt habe. Sind ein wenig zu schnell. Nicht besonders viel zu schnell, aber ein wenig. Obwohl hier ab vorne 140 erlaubt ist, deshalb... Ich will das jetzt auch... Ja, komm, wir geben Gas. Weil wir es können. Das Spiel läuft auch sehr gut auf einer 680, sehe ich gerade. So, mal gucken, wie viel Gas ich geben muss, um die 140 km/h zu halten. Das ist schon zu viel. Vielleicht 16. Schauen wir mal. Wieder sehr kuschelig hier drin. Viele meinten, ich sollte ja hier den Drehschalter auf der rechten Seite umlegen, dass ich was sehe. Das Problem daran ist einfach, dass es kein Drehschalter ist. Ja, ist ja gut, ich fahre zu schnell, aber jetzt kommt ja ein kleines Stück bergauf, dann ist das auch wieder okay. Zack, schaltet die Ampel natürlich auch auf Rot, dass der Nächste hinter mir weiß, oh, 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 ich muss langsamer fahren. Vor mir fährt ein ICE. Das kriegt er natürlich nicht gesagt, aber so in der Art ist das natürlich gemeint. Ja, zum Thema Grafikkarte. Warum ist nur noch eine am Laufen? Ja, die andere hat gerade eben den Geist aufgenommen bei der Far Cry 3 Aufnahme. Ich habe sie so gesehen mir selber zerschossen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das hinbekommen habe, Leute. Auf jeden Fall zeigte sie nur noch Pixel. Also Pixel zeigt diese hier auch. Nur in farbenfroh. So, und die andere zeigte nur noch blau. In Streifenform. Und hier und da noch normale Pixel. Ja, ein typischer Speicherfehler einer Grafikkarte. Und ja, leider. Ich war sehr zufrieden mit dieser Karte. Deshalb habe ich mir natürlich direkt eine neue bestellt. Und... die alte dagegen getauscht. Mal gucken, wann die ankommt. Er sagte jetzt 1 bis 2 Tage. Ich vertraue dem jungen Mann mal. Wenn nicht, dann gibt's Ärger. Weil die brauche ich wirklich dringendst. Es macht einfach Fun, so dermaßen geil flüssig zu spielen. Eine 680 packt einfach alles. Aber 2 ist einfach das Maximum. Und 2 Grafikkarten mit optimierten Treiber ist einfach noch geiler als alles andere. Ja Leute, ich habe natürlich die Kommentare wieder mal gelesen und da stand natürlich wieder einiges drin. Wie zum Beispiel, dass ich jetzt nur noch 100 fahren darf. In ein paar Sekündchen. So, wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen, dass wir auch noch eine Aufgabe vor uns haben. Diese liegt 12 Kilometer von uns entfernt. Ah, da steht es auch 12, irgendwas Kilometer. Ah, okay, gut zu wissen.
schon wieder ein gegnerischer Zug. Genau. Er ist böse. Er muss bekämpft werden. Zack. Strom geklaut. Während der Fahrzeug. Zack. Ach ja. Ja, eine Frage hat ergeben, eine Frage wurde gestellt von einem User. Und zwar, was waren meine Lieblingsspiele in meiner Kindheit bzw. Jugend? Ja, da gibt's eigentlich zwei Titel, die ich jetzt sogar, wenn ich sie noch zum Laufen bringen würde, spielen würde. Es ist zum einen Wiggles, glaube ich, hieß das Spiel. Wiggles oder so, keine Ahnung. Um genau zu sein, weiß ich das jetzt auch nicht mehr. Worum ging es da? Viele kennen es wahrscheinlich noch. Es ging sich darum, Untergrundbasen zu bauen. Ihr wart so kleine Wichtel und da musste man bauen. Und ich glaube, eine Krone finden oder sowas. Ich weiß es schon gar nicht mehr. Ist einfach zu lange her. Und es war Dungeon Keeper. Dungeon Keeper war auch so mein Favorit in dieser Zeit. Definitiv, ja. Ups, falscher Knopf. Ah, ab da vorne dürfen wir auch wieder 120 fahren. Na, da blüht doch mein Herzchen wieder auf. Ist ja gut. Ah, dann schauen wir doch mal raus, wie das Wetter so ist. Es ist immer noch sehr, sehr kalt. Ja, es tut mir natürlich leid, Leute, dass dieses Let's Play momentan im Dunkeln stattfindet. Ich würde es ja super gerne ändern, aber es geht einfach nicht. So, jetzt geben wir mal ein bisschen mehr Gas. Aus dem Grunde, dass wir auch etwas pünktlicher ankommen. Ab da vorne dürfen wir eh 120 fahren. Also passt das. km/h schneller als erlaubt. Ob das so gesund ist, ich weiß ja nicht. So, wir bremsen ein bisschen, weil 120 dürfen wir ja. So, 6 Kilometer Fahrt haben wir noch vor uns. Geht ja eigentlich. Und dann haben wir es auch wieder geschafft. Dann kommen wir in Finnentrop 2 an. Und ach so, übrigens nochmal zur Information. Die letzten zwei Videos waren dadurch kaputt, weil ich aus Versehen angezoomt habe. Ich konnte es aber nicht sehen, weil mein Bearbeitungsprogramm eine Macke hatte. Naja. Falls du wissen möchtest, welches ich benutze, schau einfach in die Beschreibung. Da steht alles Wichtige drin. Rechts, links. Ach ja. Wir haben noch sehr, sehr viel Fahrt vor uns. Übrigens, das ist der ICE 1, mit dem wir fahren. Nur so als reine Information, für die, die es noch nicht wussten. Komm, wir geben nochmal ein bisschen mehr Gas. Dann kommen wir auch schneller an. Ich weiß gar nicht, was schafft das Ding? Ich glaube 195, ne 280 km/h schafft er. Das klingt doch schon mal gut. Ich glaube, so ist okay. Von der Geschwindigkeit. Was ist das? Ich weiß nicht, was das Zeichen hier bedeutet. Ah, die Leute leiden unter Herzinfarkt. Oder sowas, glaube ich, heißt das. Dass die G-Kräfte zu stark in den Kurven sind. Kann das? Bestimmt, ne? Oh, das ist unser Ziel.
So, dann bremsen wir doch mal langsam ab, ne? Wir müssen ja jetzt eh langsamer werden auf 100. Irgendwo da hinten unser Ziel. Irgendwann mal. Ich finde das auf jeden Fall gut, dass der so schnell beschleunigt. So gesehen, Power auf Abruf. Power jetzt. Patsch, hast die Power da. So, noch gute 700 Meter da hinten ist es ja schon zu sehen. Ihr seht es noch nicht wahrscheinlich in der Videoaufnahme, aber ich kann es sehen. Meine Damen und Herren, wir sind angekommen in der Finnentrop 2. Ausstieg ist rechts. Ich bedanke mich für die Fahrt. Und ich hoffe natürlich, dass Sie zufrieden sind mit meinen Fahrkünsten. Ich entschuldige mich für die Verspätung, aber naja, pinkeln muss mal jeder. Ladies and Gentlemen, you go to the right, out oder so, keine Ahnung. So, Türchen auf. So, alle haben es verstanden, auch die amerikanisch sprechenden. Wunderbar. So, ich schaue schon mal den Strom von der Stange. So. Strom dran. Und Tschüssikowski. Weiter geht's, würde ich sagen, ne? Ach, das waren übrigens Meilen. Das oben sind km/h, ne? Ja. Wir fahren ja Meilen. Ja, 50 km/h oder so. Keine Ahnung. So, wie weit müssen wir jetzt fahren? 9,96 Kilometer. Wahnsinn. Aber wir müssen auch nur über einen Punkt drüber fahren, sehe ich gerade. Wir müssen dann nicht anhalten. Gehe über. Die nächste Haltestelle wird dann der Alten Hundem sein. Ankunft ist 18.45 Uhr. Wird ein wenig eng werden, glaube ich. Und ja, ich gebe momentan absichtlich Gas. Einfach um ein bisschen Zeit aufzuholen. Hier wird das jetzt nicht so schlimm werden, glaube ich. Falls doch, tut es mir leid. Und dieser Scheibenwischer mit Muffensack. Tja, dann sehe ich lieber nichts. Ist auf jeden Fall sehr gut animiert auch. Schöne Aussicht vor allen Dingen. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Ich weiß gar nicht, warum hier 120 ist, wenn ich hier locker mit 150 fahren kann. Da fehlt mir völlig das Verständnis für. Oder sogar 170.
Wow, 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 wow. Na, zum Glück, falls Passagiere drin wären, würden sie es nicht mitbekommen. Den starken Druck. Oh, wir machen bestimmt gut Zeit. Klar, 8 Minuten muss ich ja irgendwie gut schreiben können. Boah. Geht das noch? Boah. Oh, scheiße. Gefällt mir aber sehr gut. Ganz ruhig. Uff. Chaose. Ich glaube, wenn jetzt so eine schnelle Rechts-Links-Kombination kommen würde, wäre es vorbei. So, in 2 Kilometern fahren wir über. Aber eigentlich sieht das ganz gut aus hier. Vor allen Dingen sieht das geil aus. Also meiner Meinung nach. Ich finde das sehr imposant. Was? Scheiße! Oh wei. Wir gucken uns das. Ach du Scheiße. Naja. Okay, Leute. Das war's mit dieser Folge, die wir eindeutig verkackt haben. Und wir sehen uns im nächsten Park wieder, wenn es heißt Let's Play Train Simulator 2013. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüss.